Der Bello und ich sind natürlich gleich ein bisschen traurig gewesen wegen unserem abgebrannten Bauerngütli. Es ist uns nichts anderes übrig geblieben, als die Brandruine stehen zu lassen und ohne Hab und Gut in die Welt rauszulaufen. Unterwegs sind wir zu einem engen Waldweg gekommen, der sich durch einen Hügel durchgeschlängelt hat. Es hat ein bisschen ähnlich ausgesehen wie die Küsnacht, die Hohlgasse. Plötzlich ist der Bello stehen geblieben und hat die Ohren gespitzt. Auch ich habe festgehört und von hinter dem nächsten Rank Stimme gehört. Du, Ottokar, jetzt warten wir da schon seit 2 Stunden und es ist noch niemand vorbeigekommen. Ja, 2 Stunden niemand. Du, Bello, die Stimme kennen wir doch. Komm, wir schleichen näher ran. Ottokar, weisst du was? Nein, weisst nicht was. Wir singen unser Lied, bis jemand kommt. Ja, bis jemand kommt. Winnibald und Ottokar, hei, wir sind ein Räuberpaar. Ottokar und Winnibald, ja, wir luren tief im Wald. Ottokar und Winnibald. Ist ruhig, Ottokar. Look, da kommt ein junger Herr daher zu reiten. Grüezi miteinander. Halt! Was ist? Halt, so steht's. Lass mich durch. Nichts ist jetzt heiss, absteigen. Wieso? Was wollen die von mir? Alles. Dein Ross, dein Geld, deine Kleider, einfach alles. Ja, alles, so steht's. Hey, was fällt da ein? Ich bin der Prinz Waldemar. Und wir, der Winnibald und der Ottokar. Wir verstehen keinen Spass. Geld oder Blut? Jawohl, Geld oder Spass. Bello, ich glaube, jetzt müssen wir dem Prinz zu Hilfe kommen. Siehst du die Baumstämme dort am Hang oben? Dort schleichen wir uns jetzt an. Komm. Prinz Waldemar, wenn du nicht sofort parierst, stechen wir dich mit unseren Lanzen. Jawohl, Lanzen, dann tätst's. Pass auf, Bello, jetzt lassen wir die Baumstämme auf die Räuber runterruggeln. Hast du gehört, Waldemar? Ich zähle auf 3. Ich auch. Ich auch, aber ein bisschen schneller als ich. 1. 2. 2. 1, 2 und 1 ist 3. Und los geht's. Das klappt ja prima! Fast wie bei der Schlacht am Morgarten. So schnell davor rennen wie die 2 Räuber habe ich noch nie gesehen.